Hey, na? First of all, hello to all the non-German viewers. I'm gonna switch to German very soon. I hope you can bear with me and read the subtitles. It's gonna be a long, boring talking video, but it's pretty important for me and I think for the channel as well. So I hope it's okay for you and you have the attention to follow me. Gut, ich versuche das kurz zu machen, auch wenn mir das garantiert nicht gelingen wird, aber ich finde einfach, irgendwie muss es mittlerweile mal so ein bisschen angesprochen werden, weil es immer wieder so ein bisschen seltsam ist, warum auf dem Kanal nichts kommt, warum nichts passiert, warum Ankündigungen kommen und dann nichts folgt. Und ich versuche auch nicht so ein Tränendrüsen-Video zu machen, im Moment geht es mir auch super und so, aber ich würde das einfach gerne alles so ein bisschen raushauen, damit dann Leute Bescheid wissen und gerade auch Leute, die jetzt monatlich Geld bezahlen, vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben, dass jetzt wieder mehrere Wochen sehr still war, bis auf das Venus-Video. Ja, und ich weiß nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Aber auf jeden Fall kann ich es am Ende hoffentlich auch so drehen, dass eine Botschaft bei rumkommt, die auch 100% zu dem Kanal hier passt und zu dem, was wofür wir immer standen, passt. Deswegen mal schauen. Also wie gesagt, ich versuche hier nicht irgendwie Tränendrüsen-Action zu machen, aber ich werde kurz auf eine Geschichte eingehen, die ein bisschen in der Vergangenheit liegt und meine Geschichte ist. Und vielleicht könnt ihr dann gewisse Sachen etwas besser verstehen. 1992, als ich selber noch im Kinderwagen gelegen habe, habe ich ein Mädchen kennengelernt oder sie vielleicht eher mich, weil ich habe das noch nicht so ganz wahrgenommen. Unsere Familien kannten sich halt und sie war fast mein Alter, ein bisschen älter. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir dann in der Folge der nächsten Jahre so beste Freunde geworden sind und haben immer viel Zeit miteinander verbracht. Bis dann ungefähr 2000 rum oder kurz vor 2000 sich unsere Familien ein bisschen verstritten haben und so haben wir uns aus den Augen verloren. Bis dann ungefähr 10 Jahre später, 2010, wir uns wiedergefunden haben, um dann schließlich 2011 am Anfang im Frühling zusammenzukommen. Wie einige von euch Langzeitabonnenten auf jeden Fall auch mitbekommen haben, habe ich die letzten 5,5 Jahre meines Lebens mit dieser Person verbracht. Und alles war schön, alles war gut soweit. Vor ungefähr 2, 2,5 Jahren, schätze ich, aber hat sie mir das erste Mal so gesagt, wie sie sich wirklich fühlt, dass sie sich fremd in der Welt fühlt, dass es ihr nicht gut geht, dass sie düstere Gedanken hat. Da ist ganz viel Altlast mit gewesen, die jetzt auch viel zu privat ist, das muss auch nicht geklärt werden. Auf jeden Fall kenne ich halt die ganze Geschichte, die dahinter steht und es war auch irgendwo verständlich. Aber das konnte ich halt trotzdem nicht so ganz einordnen und auch sowas wie Suizidgedanken haben da schon eine Rolle gespielt. Und für mich war es auf jeden Fall sehr schwer, damit umzugehen. Es hat sich bei mir auf jeden Fall eine Angst entwickelt, dass ich eines Tages meinen Lieblingsmensch beerdigen muss, was mich etwas gelähmt hat hin und wieder. Das hat sich dann eine Weile so gezogen. Es ging immer mal hoch und runter, auf und ab. Es war eigentlich alles schön, dann wieder alles gar nicht. Dieses Gefühl ist sie auf jeden Fall nie losgeworden, irgendwie fremd in der Welt zu sein, Menschen nicht zu verstehen, alleine zu sein, obwohl sie nicht alleine ist. Und kulminiert ist das Ganze dann in einer heftigen Depressionsphase ihrerseits am Anfang diesen Jahres, die auch einherging mit, ich sag mal, relativ starken und finalen Selbstmordgedanken, womit man natürlich schwer umzugehen weiß, was dann meine Angst wiederum verstärkt hat. Das war dann so der endgültige Auslöser dafür, dass endlich eine feste professionelle Therapie angegangen wurde. Und das hat tatsächlich auch geholfen. Fürs Erste. Um es vorwegzunehmen, die Person lebt noch. Das klingt jetzt vielleicht alles so, als ist das dann der große Twist am Ende, aber das ist nicht so. Trotzdem Therapie gemacht, alles gut soweit. Natürlich war für uns dann auch nicht so Zeit, irgendwie sich um uns zu kümmern. Das war weiter sehr anstrengend, aber theoretisch hat es erstmal sehr Gutes bewirkt. Aus diesem Wechselspiel aus meiner Angst und ihrer Verzweiflung hat auf jeden Fall die Beziehung gut gelitten, was jetzt auch letztendlich dazu geführt hat, dass wir nicht mehr zusammen sind. Zum Schluss jetzt, warum wieder wenig kam auf dem Kanal, war wieder eine sehr heftige Tiefphase, die meiner Meinung nach jetzt auch überwunden ist, soweit ich weiß. Und das ist eine gute Sache, aber dass ihr auf jeden Fall wisst, dass das eine heftige Sache für mich war und eventuell Verständnis dafür habt, dass dann erstmal sowas wie ein YouTube-Kanal hinten ansteht. Aber gerade jetzt, wie gesagt, wo halt Leute Geld dafür bezahlen, bin ich halt irgendwie da Rechenschaft schuldig, fühle ich mich halt einfach so. Und ich habe das auch in der Patreon-Gruppe schon alles mal so grob angeschnitten, aber wollte das jetzt nochmal so offiziell machen, um auch für mich da irgendwie einen Abschluss zu finden. Und jetzt kann ich es vielleicht auch einfach so drehen, dass es euch vielleicht noch irgendwie was mit auf den Weg geben kann. Weil ein großer Grund, warum da lange Zeit nichts passiert ist, weil ich habe ja gesagt, das erste Mal, dass sie mir da was gesagt hat, beziehungsweise ihre Geschichte kannte ich schon länger, aber dieses heftige Gefühl von allein und ausgeschlossen in der Welt zu sein, das war ja vor Jahren, aber es war immer so mitgeschwungen
dass sie nicht wirklich eine Therapie machen wollte oder nur als absolute Notlösung. Und ich weiß nicht, ob es bei ihr auch so krass war, aber ich sehe das bei sehr vielen, dass Leute sich schämen, wenn sie irgendwelche geistigen Probleme haben oder halt psychische Probleme. Wenn man jetzt einen Schnupfen hat oder ein Bein gebrochen hat, geht man sofort zum Arzt und alles ist gut. Aber wenn einfach im Kopf irgendwas nicht ganz richtig ist, dann schämen sich die Leute. Und ich finde, genau das ist der falsche Ansatz. Wenn man sich dafür schämt, dann wird es nur noch schlimmer. Und ich finde, genau das wäre das Wichtige, dass Leute damit offen umgehen, damit das nicht so ein Tabuthema ist. Und genau das ist auch ein Grund, warum ich dieses Video mache. Ich habe das auch mit ihr geklärt, dass das voll in Ordnung ist, wenn ich das anspreche. Aber dass ihr einfach wisst, wenn ihr irgendwas habt, vielleicht wäre alles ganz anders verlaufen jetzt auch noch, wenn einfach früher damit offen umgegangen wurde, wenn direkt eine therapeutische Behandlung oder so angestrebt worden wäre, was weiß ich. Das ist einfach das Wichtige, dass ihr euch das vielleicht klar macht. Jeder hat auf jeden Fall mal eine harte Zeit und damit alleine sein und das in sich reinfressen ist nie gut. Deswegen überlegt euch, vertraut euch Menschen an, geht offen damit um. Jeder hat mal irgendwie psychische Probleme oder so, das ist völlig in Ordnung. Keiner verteufelt euch und sucht Hilfe, sonst ist es vielleicht irgendwann zu spät. Das Leben ist zu kurz, man ist noch früh genug tot, also kümmert euch, dass es euch gut geht. Es ist auch für eure Mitmenschen einfach nicht leicht. Ich zum Beispiel, ich bin ja auch kein Profi. Ich weiß dann in so einer Situation auch nicht, wie gehe ich damit jetzt perfekt um. Und das, wie gesagt, das hat mich halt auf eine gewisse Art einfach gelähmt, weil man will dann auch nichts falsch machen, um dann vielleicht irgendwie Auslöser für irgendwas zu sein, was nicht gut ist. Und deswegen sucht euch professionelle Hilfe, da ist überhaupt nichts verwerflich dran. So wie ich es jetzt einschätzen kann, hat es auf jeden Fall geholfen, auch wenn danach nochmal eine Tiefphase war. Aber es hat auf jeden Fall was gebracht. Mittlerweile ist auch für sie eine offizielle Diagnose rausgekommen, was das alles für sie bedeutet, was sie denn hat. Und es kann eingeordnet werden, was auch sehr wichtig ist. Und alles, was ich dann gehört habe oder darüber gelesen habe, ist auch völlig verständlich. Aber man muss es halt erstmal rausfinden und man muss sich erstmal damit bewusst auseinandersetzen und nicht es wegstecken oder einfach ignorieren. Das ist nicht der richtige Ansatz. An der Stelle würde ich einhaken wollen, wenn ihr noch irgendwelche ausführlichen Fragen habt, damit das Video hier nicht zu lang wird, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist die Playlist von unserem Feedback-Format verlinkt, da beantworten wir alle Fragen ausführlich, also wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt da einfach unter die letzte Folge und in der nächsten beantworten wir dann alles, auch wenn ihr irgendwie allgemein noch irgendwelche Fragen habt, das ist alles kein Ding, das beantworte ich dann gerne. Also um es nochmal zusammenzufassen, was auch seit Jahren von mir und von anderen auf diesem Kanal gepredigt wird, schämt euch nicht. Das ist ganz wichtig. Ich höre ja immer wieder oder lese immer wieder, oh, dieses Fremdschämgefühl und so. Muss ich vielleicht auch mal noch irgendwie ein Video drüber machen oder so. Ich kann das immer nicht so ganz nachvollziehen, weil es ist einfach eine Sache, die einen menschlich so sehr einschränkt. Ich kann es natürlich nachempfinden so, aber gerade wenn man sich irgendwie, wie wir, bewusst in peinliche Situationen begibt, verstehe ich nicht, wie die Leute dann so drauf reagieren können. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, schämt euch nicht für wer ihr seid, warum ihr so seid oder wenn es euch nicht gut geht, sondern macht was. Es fühlt sich auf jeden Fall jetzt schon ganz gut an, das einfach nochmal rauszuhauen und da einen gewissen Abschluss für mich zu finden und kann das auch vielleicht gleich mit ein paar Informationen verbinden. Auf jeden Fall wird es auf dem Kanal jetzt keine großartige Änderung geben. Wenn alles gut geht, geht es jetzt einfach normal so weiter. Scheiß Laber-Videos muss es nicht mehr unbedingt geben, meiner Meinung nach. Außer ihr habt da halt mal Bock drauf, weil wie gesagt, sowas über dieses Fremdschämgefühl könnte ich auf jeden Fall mal irgendwie einen Beitrag raushauen. Ansonsten wird es keine große Veränderung geben. Ich bin am Start, ich mache Videos, ich habe natürlich jetzt halt noch zwei, drei halbfertige Sachen, muss halt gucken, wie das jetzt fertig wird. Kalle ist am Start, Herodes ist am Start. Meine nunmehr Ex-Freundin wird auf den Kanälen dann wohl nicht mehr zu sehen sein, aber es geht ihr soweit gut und ich bin auch cool mit ihr. Und sollte fernab davon irgendjemand von euch vermisst werden, dann sei nur so viel gesagt, dass ich diverse menschliche Elemente aus meinem Leben verbannt habe, die sich als sehr hinterhältig aus meiner Sicht entpuppt haben. Mehr soll dazu auch nicht gesagt sein. Ansonsten wird es keine großen Veränderungen geben. Wie gesagt, hoffentlich geht es jetzt ordentlich weiter. Ich guck mal, ob das Kellner-Video reicht, was ich da an Aufnahmen habe. Es ist jetzt leider ein bisschen zu kalt geworden, um weiter Kellner zu machen, aber es müsste eigentlich für ein Video hinhauen. Ansonsten, wenn ich gerade eben mal noch ein Laber-Video mache, sei noch gesagt, dass ich jetzt auch sehr aktiv auf Instagram und sogar Snapchat bin. Wer unseren Nosterra-Forts-Kanal kennt, weiß, dass wir gerne so ein bisschen Trash machen und Snapchat ist irgendwie für mich Nosterra-Forts-Light. Das ist eine sehr lustige Sache, obwohl ich mich da lange vor verschlossen habe. Ist ganz lustig, also könnt ihr ja mal anschauen, was da so geht.
Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass jetzt nicht nochmal so ein Video nötig ist und dass ihr vielleicht einfach ein bisschen Verständnis habt, dass eigentlich das ganze Jahr für mich ein bisschen turbulent war und wie es sich rausgestellt hat, auch für viele, viele andere. Ich weiß nicht, wie es da bei euch geht, aber so in meinem Bekanntenkreis, auch andere YouTuber und so, haben mir sehr viele davon berichtet, dass dieses Jahr einfach nur richtig scheiße war und vielleicht jetzt kulminiert in einer neuen Präsidentschaftswahl, die vielleicht ein bisschen uncool ausgegangen ist. Das wird die Zukunft zeigen. Ich möchte nicht von Prinzip her alles verteufeln, aber nun, wir werden sehen, würde ich sagen. Also, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert jetzt. Ich hoffe, die Message ist klar geworden. Redet mit euren Mitmenschen, seid offen, schämt euch nicht, seid kein Stift und lebt euer Leben und schaut, dass ihr cool mit allen seid und alles Schönes. Ihr habt nur ein Leben und das ist echt schnell vorbei, also du bist wertvoll und das kann dir keiner nehmen, solange du am Leben bist. Bam. Wow, deep message. Noch so ein anderer scheiß YouTuber, der so ein deepes Video macht und dann labert und Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Nun, wie gesagt, soweit alles schön. Ich gehe jetzt demonstrativ von der Kamera weg und tue so, als würde ich einfach gehen. Dabei muss ich dann eh nochmal umdrehen, um die Kamera zu holen, was total dumm ist. Aber das ist immer so ein ganz toller Effekt. Deswegen nehme ich jetzt hier meine Tasche und hau ab. Macht's gut. Du bist größer. Du bist größer. Du bist stärker, als du bist.